mal, was das mit dem Kakao bringt. Ich habe mir auch dafür gerade das Messer ins Inventar gepackt. Und ja, dann werden wir mal zu der Kakaoplantage fahren. Und ja, mal gucken, ja, wie das mit dem Kakao genau funktioniert. Ob man den auch trinken kann, das wäre cool. Dass man sich quasi sein eigenes zu trinken herstellt. Kann man dann, denke ich mal, auch später dann mit dem Wasser und so mal probieren. Ob ich jetzt natürlich den Kakao unbedingt verwenden würde, ist natürlich eine andere Sache. Weil je nachdem, wie der Preis am Markt ist, macht das schon mehr Sinn, den auch zu verkaufen. Als wie, ja, den, ich sag mal, einfach so zu trinken. So, und ich glaube, ich werde diesen Wagen irgendwann mal echt nach Sandy Shores bringen. Denn hier, finde ich, macht der am meisten Sinn, um den ein bisschen zu beladen und halt auch das Essen und so hier zu haben immer. Wie ich den anderen dann nach hier kriege, weiß ich noch nicht. Ob ich mir ein Taxi... oh, da sehen wir mal die Polizei. Ob ich mir ein Taxi rufen muss, dass mich da einer dann zu der anderen Garage bringt oder ob mich vielleicht einer dann mit nach Los Santos mitnimmt. Das ist halt so eine Sache. So, da arbeiten auch gerade welche. Gucken, wie die so drauf sind, aber gut, die sind aktuell noch an einem anderen Baum. Kann ich mal gerade schnell noch gucken. In der Mühle muss man das verarbeiten. Okay, schon mal gut zu wissen. So ein paar Sachen sieht man ja schon mal. Okay, jetzt hat man hier schon mal kein Glück. Aber das wird hoffentlich. Das sind auf jeden Fall interessante Bäume. Ich gebe ja halt meine Mobendeln. Sicherheitshalber. Schade. Ah, jetzt haben wir was. Ich weiß nicht, wie wir bei den Jungs jetzt in die Interaktion bzw. ins Gespräch mit einsteigen sollen gerade. Denn, ich denke mal, die kennen sich. Schönen guten Tag. Hallo. Ja, einen schönen Tag. Es wird anders. Hier regnet es ja gerade wie aus Eimern. Ja, lustig, dass man hier ganze Säcke an Kakaobohnen rausholt. Mühle ist die Frage. Muss ich mir mal angucken, wo ich das verarbeiten werde. Welcher Weg macht mehr Sinn? Also wir haben da oben eine Mühle. Wie viele Kilometer sind das? Zeigt er mir gerade nicht an. Schade. Aber es ist schon eine Strecke. Einmal um den kompletten Mount Chiliad quasi. Zwar schön auf der Autobahn, aber... Ja gut, die andere ist noch weiter weg. Aber wenn man das über einen Exportmarkt verkauft, dann ist man hier natürlich eigentlich besser bedient. Ich glaube, ich werde das hier dann anfahren. Ach stimmt, den hatte ich ja gerade. Ja, wie gesagt, das müssen wir uns mal genauer angucken.
Baseballschläger haben wir auch ja schön ausgerüstet. Wenn uns mal einer blöd kommt, der kriegt dann direkt eins auf die 12. Geht aber jetzt nichts. Nein, wir wollen natürlich alles im RP regeln. Packung Kakaopulver aktuell nur 1,77. Das habe ich aber auch schon viel teurer gesehen. Also ich glaube, das war mal knapp an den 3 Euro oder über 3 Euro. Also von daher... Alte Blechdose. Da ist wahrscheinlich gar nichts drin. Wir haben eine verschlossene Blechdose. Da muss ich auch mal gucken, wie man die aufmacht. Ob ich da vielleicht das mit dem Messer machen kann. Könnten wir gleich mal gucken, weil das dürfte eigentlich im Auto sitzen, das Teil. Von daher, vielleicht klappt das damit. Oder ob man da extra einen Büchsenöffner oder sowas braucht. Okay, also vom Gewicht her ist so ein Sack Kakao genauso schwer wie so ein Ballen Stoff bzw. Baumwolle. Das heißt, wir kriegen da einiges rein. Ich glaube, mit ein bisschen hin und her getrage bzw. mit meinen Inventar auffüllen habe ich, glaube ich, etwas mehr als 440 oder so da reingekriegt. Also das war schon eigentlich in Ordnung. Ich hoffe natürlich, dass wir mit dem Kakao ein bisschen was Besseres anfangen können, wenn wir den verkaufen. So, zack. Das wird natürlich jetzt auch wieder ein kleines bisschen dauern. Aber das passt schon. Ich finde das ganz cool, was man hier wirklich alles schon ernten kann. Also, wenn ich teilweise bedenke an mein altes... Ein Skorpion? Okay, ein Skorpion wollte ich jetzt nicht unbedingt haben. Wenn ich so an meine altes Live-Zeit zurückdenke, die Server, die gerade neu waren, die hatten so die Standardsachen zum Farmen. Und irgendwann kamen da noch ein paar Drogen dazu, wie LSD und so. Uran und so, Zigaretten. Aber hier war das eigentlich fast schon von Anfang an das meiste drin. Also da haben sie sich echt ja, große Gedanken gemacht, bevor der Server dann quasi wirklich offen war für die Leute. Also finde ich echt nicht schlecht. Man hat hier echt, finde ich, eine große Auswahl. Und ich denke mal, dass auch im Laufe der Zeit auch hier einiges wieder dazukommen wird. Denn sowas zum Beispiel wie Drogen gibt es hier aktuell noch gar nicht. Und da kann ich mir halt auch vorstellen, dass Marihuana, Kokain, LSD und sowas, dass das wahrscheinlich auch irgendwann mit reinkommt. Ja, wer weiß, was sonst noch so dann dazukommt. Vielleicht auch an illegalen Sachen. Auch wie das aussehen wird mit Gangs und so, muss man mal abwarten. Also, es würde mich jetzt nicht wundern, wenn es das auch irgendwann geben würde. So, machen wir jetzt noch den Rucksack noch restlich voll und dann gucken wir mal. Dann fahren wir erstmal zu der Mühle in der Stadt hin. Dann können wir das da nämlich erstmal einlagern. Ich muss nämlich sowieso dann, am besten mit dem anderen Auto zum Sägewerk fahren und dann holen wir uns da ein paar Papprollen. Ich habe ja momentan 1500. Dann kann ich das quasi... Mal schauen, da ein bisschen Papprollen von abgreifen und die dann für die Kakaopulverproduktion verwenden. Muss ich mal gucken. Vielleicht warten wir da auch bis zur quasi Sonnenwende. Dass ich dann quasi nochmal ein bisschen Holz mache. Damit, falls wir alles wirklich einen Käufer hat für seine Papprollen, beziehungsweise für unsere Papprollen, dass wir auch genug da haben, weil ich hatte ihm ja geschrieben, dass ich 1500 aktuell habe. Die Sache ist nur die, ich habe in dem einen Auto aktuell das Holz liegen.
Jetzt gucke ich gleich mal, ob vielleicht endlich im Export das Holz benötigt wird. Das wäre ziemlich gut. Dann könnte ich nämlich das verkaufen. Könnte mit dem Fahrzeug dann mit dem Fahrzeug hochfahren und dann noch ein bisschen Holz quasi mir besorgen und so. Und dann halt ein bisschen mehr Pappe. So, da passen glaube ich nur noch 3 rein. Genau, und der eine dürfte hier noch reinpassen. Ach ne, 14,6. Ah, okay. Der eine Sack passt nicht mehr rein. Aber dann habe ich mein Inventar voll. Wenn wir da ankommen, das Fahrzeug leer machen, dann können wir nochmal unser Inventar in das Auto packen. Und können dann den Rest auch noch einlagern. Von daher, ich glaube, das ist nicht so eine verkehrte Idee gerade. Dürfte dann hoffentlich ja schön viel Kakaopulver bringen. Okay. Auf der Route scheint aber ein bisschen mehr auch los zu sein, als wie ja auf den Routen, wo ich zuletzt unterwegs war. Auf der einen Holzroute, da gibt es ja 2 verschiedene Abbau. Ja, Strecken, obwohl ich da sagen muss, bei beiden ist nicht so extremst viel los. Ja, und dann haben wir ja beim letzten Mal die Stoffroute abgefahren, auch an einer von 2 Stellen. Da war es auch relativ ruhig. Finde ich aber gar nicht so verkehrt. Also ich habe es lieber, wenn es wirklich so ein Platz ist, wo man ja Glück haben muss, und zwar richtig Glück haben muss, um da viel Zeug rauszubekommen. Weil wenn da zu viele Ernten, dass man dann weniger bekommt, da habe ich dann doch so Ecken lieber, die etwas ruhiger sind. Und wo ist der denn jetzt gerade gekommen? Okay. Ja, und wie gesagt, hier war eigentlich ganz okay. Also zwischendurch waren wir mal zu dritt, mal zu viert. Dann war ich wieder alleine, dann waren wir zu dritt, dann... Okay, der leckt wie Scheiße. Aber es ging eigentlich. Also, das hat zwar schon ein bisschen gedauert, aber das hat sich alles noch im Rahmen gehalten, finde ich. Okay. Ich weiß nicht, was der vorhatte, aber gut. Können wir nicht mal in die Innenperspektive. Das ist zwar auch so eine Ranzkarre, aber die ist nicht so übertrieben verranzt wie den anderen, den wir haben. Also hier ist nichts aus dem Armaturenbrett oder so gerissen. Ist halt nur von innen potthässlich und ja, Verkleidung nicht groß vorhanden. Aber das war's dann auch schon. Da scheint einer einen Unfall gebaut zu haben. Müsste echt mal gucken, den hier werde ich wahrscheinlich nicht lackieren, aber mal gucken den anderen, je nachdem wie viel das kostet, werde ich mal schauen, ob ich den einen lackiere, den geliehenen, obwohl eigentlich macht das auch keinen Sinn, weil der ist ja wie gesagt nur geliehen, sei denn ich gebe den nie mehr zurück oder so. Das ist allerdings die Frage, ob man die irgendwann nicht auf jeden Fall zurückgeben muss, beziehungsweise ob, sag ich mal, wenn man sein erstes eigenes Auto kauft, dass man dann vielleicht die Fahrzeuge erst zurückgeben muss oder so. Das weiß ich nicht, keine Ahnung. Oder zumindest eins zurückgeben müsste. Das wäre echt interessant zu wissen. Aber darüber brauchen wir uns aktuell keine Gedanken machen. Also wir haben noch viel zu wenig Geld, dass wir darüber überhaupt nachdenken können, uns ein Auto zu leisten. Ich weiß zwar immer noch nicht, wie viel so ein Auto kostet, aber das wird bei weitem mehr sein als das, was ich aktuell auf dem ja, Konto habe. Na, jetzt wird die Ampel grün, oder was?
Gerade ist der Gegenfahrbahn. Komm, wird rot, wird grün, wird grün. Da ich stehe gerade, dann wird es grün. Cool. Kann man sich so ein bisschen gemobbt fühlen. Okay, bei der Polizeistation sollte man unbedingt am besten auf die Ampeln achten. Weil das die Chance hier größer ist, dass ein Polizist sieht, wenn man über Rot fährt. Das sollte wohl klar sein. Obwohl jetzt aktuell immer noch nicht so viele Cops im Start sind. Okay, hier hinten fährt selten einer so lang. Da denke ich mal, da fällt das nicht groß auf, wenn wir hier über ein paar rote Ampeln fahren mal. Wenn die Polizisten nicht in der Nähe sind. Keiner gesehen. Bin ich ja mal gespannt. Ich habe jetzt nämlich nicht mehr genau angeguckt, wie viel wir da jetzt überhaupt genau zusammengesammelt haben. Okay, hier ist wahrscheinlich zum Einlagern der. Nee, was ist denn das jetzt? Okay, mein Menü hängt gerade ein bisschen. Gucken, ob es klappt. Einlagern. Okay. Zumindest es funktioniert es. Auch wenn es gerade etwas ja, laggy quasi war, aber das ist jetzt auch nicht so dramatisch. Dann packe ich gleich mein Inventar noch ins Auto, lade das auch noch ein. Und dann kann ich nämlich. Da, wie sieht es denn aktuell aus auf dem Exportmarkt? Es wird immer noch kein Holz gebraucht. Das kann doch nicht sein. Das ist echt ein bisschen blöd. Ah, sehr schön. Wir haben einen neuen Skillpunkt. Boah, der braucht aber jetzt extremst lange zum Ausladen. Ja, auch das Skillmenü lässt sich gerade nicht wirklich öffnen. Also irgendwas leckt gerade derbe. So. Ausbeute plus 25%, Zeitverlängerung um 5% wäre vielleicht wirklich sinnvoll. Aber muss ich mir später nochmal genauer anschauen. Ich probiere sowieso gerade einfach ein bisschen die verschiedenen Sachen mal aus, wie es sich vom zeitlichen Aufwand her, wie es das wie das aussieht und was man da so ein bisschen an Geld rausbekommt. Meine Güte, der braucht echt lange zum Entladen. Mach doch mal schneller, Junge. Oder willst du ein paar auf die Nase? Hä? Sag mal, willst du ein paar auf die Nase? Komm, lass schneller ab. Komm, komm. Ich hab gesagt, du sollst schneller abladen. Willst du ein paar schlagen, oder was? Warum geht das nicht schneller? So. So, Kofferraum. Die Fahrzeug ist abgeschlossen. Wann habe ich das denn bitte abgeschlossen?
Öffnen. Hä? Wie öffnen nicht erlaubt? Hast du mich jetzt verarscht? Das ist mein eigenes Auto. Hä? Was ist das denn jetzt für ein Quatsch? Also heute habe ich aber echt einen Tag mit Bugs, habe ich das Gefühl. Ach Gott, ey. Der ist doch schon fertig. Öffnen nicht erlaubt.